Ich finde, es gibt verschiedene Gründe eigentlich. Eins will ich natürlich so weit wie möglich sehen, wie meine Jungs agieren, Körpersprache und solche Sachen. Und dann dazu kommt es natürlich, dass ich bin ja ein Teil von Swiss Junior, ein Teil von Swiss Way, und ich glaube, ich habe die nötigen Skills, um Spieler zu beurteilen. Und ja, wegen dem finde ich, ist es natürlich, und für mich, es macht immer Spaß, ein Teil von der Ausbildung zu sein bei Swiss Unique. Es ist für mich einfach ein cooles Gefühl, dabei zu sein. Die jungen Spieler, wenn sie das erste Mal kommen, sind die auch beeindruckt, wenn sie den Nazi-Trainer vor sich haben? Können sie überhaupt noch ruhig spielen? Also ich glaube, vielleicht auf dem Papier irgendwie, aber ich hoffe, dass meine Art nicht so ist. Ich hoffe, dass ich mehr so ein Typ bin, der einfach ein bisschen ein ruhiges Gefühl mitgeben kann. Das ist wenigstens mein Ziel. Ich versuche einfach eine normale Person zu sein, und ich fühle mich nicht so besonders wichtig in dem Sinn, und ich hoffe, dass ich das weitergeben kann. Jetzt bei den älteren Jahrgängen, eben zum Beispiel in der Mannschaft von dir, bei der A-Nazi, geht es ja auch darum, dass man einfach so ein Langzeitmonitoring hat von diesen Physis-Tests. Wieso ist das wichtig? Ja, es ist cool, über eine lange Zeit natürlich die gleichen Tests zu machen, weil es einfacher ist. Die Sample Size wird größer und man kann dann ein bisschen einfacher vergleichen, und die Spieler vor allem können sehen, sind sie in die richtige Richtung unterwegs oder nicht. Das macht ja Sinn, und dann allgemein so Trends zu beobachten, finde ich auch. Ist auch wichtig, und ja, je mehr man es macht, desto einfacher ist es ja auch, alles genau gleich auszuführen. Das macht ja auch Sinn. Also das heisst, nach diesen Tests hockt ihr wirklich her, das analysieren und zieht irgendwelche Schlüsse für die nächsten Trainings, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, teilweise ist es so. Ist auch so, unser Athletikverantwortlicher Luca Nussbaum, er macht Einzelgespräche schon morgen und am Sonntag teilweise auch mit den Spielern über die Resultate, weil ich bin der Meinung, Tests ohne Feedbacks macht einfach keinen Sinn. Mit Feedbacks kann es wirklich Sinn machen, und wegen dem ist der erste Teil ist mit Luca, und der zweite Teil ist einfach, dass wir wissen ja jetzt ein bisschen, was wir wollen. Oder wir wissen, wenn man Pressing spielt, wie schnell muss man im Pro Agility sein, um unsere Spielideen umsetzen zu können. So, das ist Teil 2 für uns, wenn wir über das Kader Gedanken machen für das nächste Mal dann im September. Wie fit sind unsere Unihockey-Spieler? Also wir haben schon Luft nach oben, muss ich sagen. Also die Testwerte sind ja, teilweise okay, teilweise weniger gut, teilweise sehr gut. Das Wichtigste für mich ist eigentlich das Umsetzen auf dem Feld. Und wir haben Luft nach oben dort. Ich finde, Zweikampfspiel ist nicht unsere Stärke bis jetzt. Und wegen dem, ja, wir haben Room for Improvement dort. Was braucht es vielleicht aus deiner Sicht für Massnahmen, für noch mehr Elitespieler herzubringen, jetzt von all den Jungen, die heute das erste Mal da sind? Also ein Ding ist sicher, dass man, wie gesagt, Physis auf dem Feld umsetzen kann, weil es ist zum Thema Physis einfach so auf dem höchsten Niveau, es geht so verdammt schnell. Und man muss physisch gut sein. Ich glaube, viele denken manchmal vielleicht, dass beispielsweise als Stürmer kann man ein bisschen so bescheißen, man muss nicht immer Vollgas geben. Bei uns ist es mehr oder weniger umgekehrt. Wenn wir Steuerspiel spielen oder wenn wir Pressing spielen, die Stürmer sind mehr oder weniger die wichtigsten Verteidiger bei uns. Also die machen die erste Welle Arbeit, kann man sagen, ohne Ball. Und das ist für mich, hätte ich wählen müssen zwischen alle Teile auf dem Feld, dann hätte ich gesagt, die Stürmer sind die wichtigsten. So, einfach so zu trainieren, dass man auch physisch besser wird. High-Intensity-Trainings mit Ball, Small-Area-Games, solche Sachen. Ist das so deine Botschaft an die Jungen? Ja, das finde ich schon. Ja. Also even wenn man physisch integrieren kann im Training mit Small-Area-Games, mit High-Intensity-Training und so, dann macht das schon extrem viel Sinn. Ja.